Hallo und herzlich willkommen beim Dampfhannes. Als die Firma Fleischmann 1956 ihren preußischen Nebenbahnzug, bestehend aus der Lokomotive T3, preußischen Personenwagen und einem preußischen Packwagen herausbrachte, galt sie praktisch als Vorreiter der Umsetzung eisenbahnromantischer Gefühle in der Spur H0. Zum ersten Mal wurde hier bewusst die gute alte Zeit im Modell umgesetzt. Im Katalog von 1956 heißt es dazu: Die Neuheiten des Jahres 1956 standen diesmal unter dem Motto Die Romantik der Eisenbahn im Modell. Die Herausgabe der vielgewünschten Tenderlokomotive T3 und der dazugehörigen Personen- und Packwagen aus der guten alten Zeit waren der Schlager der Spielwarenfachmesse 1956. Wenn wir uns zur Herstellung dieser Artikel entschlossen haben, dann folgten wir damit oft geäußerten Wünschen unserer Modellbahnfreunde. Nicht zuletzt aber war es unser Bestreben, die längst entschwundene Romantik der Eisenbahn im Modell wiedererstehen zu lassen. Für viele mag das zur damaligen Zeit unverständlich gewesen sein, zumal solche Loks und auch Wagen noch viele Jahre im Betrieb anzutreffen waren. Die Bezeichnung Modellpersonenwagen ließ allerdings auf eine besondere Genauigkeit und Sorgfalt bei der Umsetzung ins Modell vertrauen. Die Wagen wiesen ein schweres Fahrgestell aus Metallguss mit Kunststoffwagenkasten auf, was sich als recht entgleisungssicher erwies. Die Lokomotive beruhte auf dem bereits bewährten Fahrgestell der Baureihe 80 mit Kunststoffgehäuse. Den nicht ganz korrekten Achsstand im Vergleich zur originalen T3 haben die Modellbahner damals sicher verziehen. Ich wünsche noch viel Freude beim Anschauen.